We are back on Ratchet Gladiator. Now we are playing in English because we are... Oh, bist du doof? No, I'm not stupid. Lass mal einen Kaffee. Ja, I'm Stu and this is Pit. And together we are stupid. So, we are... Jetzt kommen wir auf Deutsch. Warum machen wir Update? Update. Hol mir den deutschen Längen. Download German Language. Language Download. 100%. 100%. Hallo. So, genug des Wahnsinns. Wir sind beim Recherturnier. Beim Recherturnier wüsste ich jetzt eh nicht, wie das auf Englisch sagen soll. Was heißt Recher auf Englisch? Zorro. Zorro. Lorenzo Zorro. Danach kommt Char. Nein, jetzt weiter im Text. Es geht weiter mit dem Recherturnier. Zurück zu Gefängnis Suite. Ja, dafür muss man. Die Turniere sind alle, muss man wissen, in der Dread Zone Basis. Die Gefängnis Suite, muss ich sagen, finde ich sweet. So eine schöne Suite hatte ich noch nie. Mit mehr Blick aufs Universum. Blick aufs Meer, Universum. Universum Meer. Man kann. Clay! Hast du gesehen, wie ich gegen den Shellshock-Typen abgegangen bin? So. Das ist nicht lustig, Ratchet. Komm schon, Clank. Gönn mir doch auch mal meinen Spaß. Ist dir klar, wie viele andere Helden sie schon getötet haben? Hier, sieh's dir an. Und nun das neueste Action-Aktuell von Box News. Die neue Staffel von Dread Zone ist angelaufen und verspricht bereits wieder neue Rekordquoten. Unter den Kandidaten in dieser Saison ist der berüchtigte Mafia-Pate namens Ratchet. Hier Bilder von seinem Anwesen auf Magtab. Kaum zu glauben, dass andere Sender ihn als Helden feiern. Das ist absolut richtig, Dallas. Unter den anderen Kandidaten befindet sich auch Ratchets skrupelloser Roboterkomplize Clank. Der war mir schon immer suspekt, hohe Mieter. Ein Glück nur, dass er nicht mehr frei herumläuft, Dallas. Und noch besser ist, dass unsere Pox Exterminator Allstars wieder vom fünfmaligen Großmeister angeführt werden von Ace Hotlight. In der letzten Staffel begeisterte Ace die Galaxy, als er 13 Kandidaten ausschaltete. Darunter Captain Starship, den braunen Ranger und Affenzahn McKnight. Die 6 Billionen Dreadzone-Fans erwarten in den nächsten Wochen ein unglaubliches Fernseherlebnis. So viel ist sicher, Dallas. Ich glaube, ich sag dir aber nicht, was hinter den Kulissen passiert ist. Hab ich als Kind mal gehört. Er war ein berühmter Held, bis er verschwand. Das war jemand anders. Warum sollte ein Held andere Helden für Geld töten? Nicht für Geld, Blechdose. Zum Spaß. Ich verstehe das nicht. Verräter! Hältst du das alles nur für ein Spiel? Genau das ist es, Helsknäuel. Und du wirst der Star meines Best-of-Videos. Yeah, ein Star. Na dann bis bald, Lombax. Da oben. So, da oben. Sturm. Da oben, da oben, bei mir am Bildschirm, beim unteren Bildschirm, kann man übrigens sehen, dass da noch andere Suites sind, wo andere Kandidaten sich befinden. Ja, dann geh mal in den Shop rein. Der Richter, das ist auch eine exzellente Waffe. Man sollte sich wirklich Schlüssel-Upgrades unbedingt holen. Alle Schlüssel-Upgrades holen und auf jeden Fall wirklich nur starke Waffen nehmen. Zum Beispiel fürs der Richter. Erste. Ja. Oh, wir haben ja. Und die natürlich auch sofort mit der Schockmodifikation modifizieren. Ich bin geschockt. Und so mal gucken, was wir wieder in den Extras haben. Denn es gibt wirklich tolle Extras. Helm absetzen! Das ist doch auch. Jetzt haben wir. Haben wir jetzt eigentlich einen anderen Charakter? Charakter. Oh. Medien. Charakter. Ja, wir haben alle Charaktere, kann man so fast sagen. So machst du. Nicht kaufen. Junge, noch nicht. Ja. Yeah. Oder willst du den Namen? Nein, nein. Du hast immer als Vernon gespielt. Oder Jack. Oh, Jack! Jack and Dexter, sieht man es wieder Werbung. Das ist Jack Ratchets Rivale aus einem anderen Universum. Ja. Und sogar als Captain Starshield können wir spielen. Was ist denn eigentlich der letzte da? Fragezeichen? Venus. Ja. Wie schön. Venus ist das? Na, ich nehme auf jeden Fall Jack. Oh, warum geht denn das nicht? Ah, Jack kann man nur als Zweitspieler benutzen. Deswegen, da sieht er auch original aus wie im ersten Jack-Spiel. Das ist doch mal geil, dass man den Charakter Jack
bei einem Ratchet & Clank-Spiel steuern kann. Spiele ich den jetzt auch, oder? Ja. Krass. Yo! So, ich spiele als Jack! Wollen wir zur Killerkuppel! Bam! Das Rächer-Turnier! So, ich bin Clank Light und jetzt bin ich Jack! So, Rächer-Turnier. Ich spiele mal über die Kamera hier, ne? Ja. Man muss wissen, wir sind ein bisschen arm und haben hinter dem Fernseher in der Kamera stehen und wir stehen hinter der Kamera. Ich glaube aber, das wissen die meisten sogar schon, ohne dass wir das sagen. Die heutige Jugend oder auch natürlich die Leute, die das Let's Play angucken, alle Altersklassen, das ist eigentlich das beste Spiel hier, denke ich mal, wissen, dass wir das hier über die alte Steinzeitmethode mit den Kameras machen. Und den Ton nehmen wir über ein Mikrofon auf, nämlich das Samsung Co1U oder CO1U, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ja, keine Werbung, es gibt auch andere tolle Mics. Kaum bin ich da schon wieder Lehm abgezogen oder was? Auf jeden Fall, das Mikro ist wirklich 1A. Was ist? Das Mikro ist 1A. Ja. Herausforderung abgeschlossen des Fächerturniers. Weiter geht's im Text. Was war das denn jetzt für ein Tonbug? Hallo! Oh, weiter geht's. Wieder eine Schar von Gegnern töten. Eine Schar von Gegnern töten? Ist ja witzig, weil gleich kommt der Planet Schar. Yeah! Gut erkannt. Oh, jetzt haben wir irgendwie die Sturmstiefel, ey. Mein Gott, jetzt müssen wir schon in der Arena nah sein. Gott, nee, kriegt man hier nicht mal ein bisschen Privatsphäre. Echt? Komm, nicht so weit! Komm, wir reiben unsere Körper aneinander. Oh nein! Sturmstiefel sind schlecht. Also wenn es Tode gibt, dann wirklich lustiger. Sturmstiefel könnt. Nicht für Kinder unter 16 geeignet. Sturmstiefel benutzen können tödlich sein. Unbedingt Warnhinweis aufstellen. Gottchen, ey. Schade, dass man nicht bremsen kann. Also das ist auf jeden Fall noch ein Prototyp, daran arbeiten wir. Ja. Da muss Dreadsoul aber nochmal anlegen. Anlegen. Was du auch nochmal? Ich frage mich, ob das überhaupt schon jemand auf Deutsch Let's Played hat und wenn, ob es auch ein Let's Play Together gibt. Vielleicht haben es ja welche Let's Played, aber vielleicht sind wir die Ersten, die Let's Play Together machen. Ich weiß... Oh. Ich rede zu viel, wie es aussieht. Also weniger reden, mehr springen. Ach. Weil das ist natürlich ein Jump and Run. Run. Ein Action Jump and Run, würde ich mal sagen. Mit ein bisschen Gewalt natürlich auch drin. Und für die, die kein Deutsch können, kein Englisch können. Für die, die kein... Also erstmal hallo an alle... An die, die kein Englisch können. Jump and Run heißt springen und rennen. Aber ich hoffe, das wissen alle denn sonst. Ein Jump and Run ist wirklich ein Abenteuerspiel, kann man sagen. Deutsch übersetzt Abenteuerspiel. Adventure. Kann man natürlich auch sagen. Oh my god, my English version ist wieder online. Oh my god, my American guest is so good, yeah. I'm so fucking genius. Ah, schon wieder keine Munition. Dann I'm so fucking hard. Wie es Parasite jetzt sagen würde, I'm so fucking hard. Dann nehme ich mal, dann mache ich aber einfach einen auf Richter Alexander Holt und nehme den Richter. Ey, er nimmt aber ja auf, er nimmt aber wieder ein, ey. Und die Totspur geht jedes Mal immer wieder rein. Oh, wir können natürlich schon weiter. Das wussten wir. Ja, so natürlich hören wir alles unsere Fans hier im Hintergrund, die auf den... Die komischerweise immer das gleiche machen. Die sind hier leer. Ja. Die Tribünen. Entschuldigung. Weil ich. Hallo, hallo, hallo! Wurde knapp, ey, du warst auch nochmal spannend, ey. Ja. Richter ihn mit dem Schmelzgewehr. Richter ihn auf Schmelzgewehr. 70 Jahre Gefängnis. Und das war's. Eine Anspielung auf unser Kim Schmitz Gespräch. Natürlich, er will Energy Drink, aber wir sagen nicht von welcher Marke. So, hör auf zu sammeln da. So, hier muss man wieder aufpassen, denn die Dinge. Oh, die drehen sich sogar. Ja. Sehr schade, dass Jack
nicht Dexter auf dem Rücken hat. Oh, nö. Nein! Nein! Du bist auch runtergefallen? Ja. Oh Gottchen. Eigentlich mache ich die nur gerne. Wir hätten das Spiel vorher schon mal suchen sollen, ne? Ja. Wir machen jetzt ein Let's Play Together Blind. Nein, ehrlich, das ist halt. Ach, das kann. Oh, gut. Also, ich will nicht sagen, es ist komplett blind. Wir kennen die Story eh auswendig. Wir wissen, was aber passiert. Aber wir sind schon ein bisschen eingerostet. Ja, wir gehen auch bald in Ratchet & Clank Rente. Ach, was mir gerade einfällt. Ratchet & Clank All for One, ne, ist auch ein Multiplayer-Spiel. Also kann man sogar zu viert spielen. Wenn man vier Controller hat und Multitap, wenn es für die PS2 ist. Nee, ist für PlayStation 3. Ja, dann. Ich bin tot, ne, übrigens. Das Ding ist, Ratchet & Clank All for One ist das erste Ratchet & Clank Spiel, was ich nicht gespielt habe, weil ich einfach den Trailer total blöd fand. Also es ist halt kein... Nein! Es ist halt auch eigentlich kein richtiges Let's Play mehr. Kein richtiges Jump'n'Run mehr. Das ist einfach irgendwie... Ich weiß nicht, da ist es mir schon irgendwie doch zu kindlich. Aber ich werde es mir doch mal holen. Irgendwann. Nur hier haben wir mal einen epischen Fail. Um es zu spielen. Die Dinger sind da. Die Gegner sind da. Ja. Ich weiß, okay, ich glaube, ich muss mal zurück. Nee, oh, scheiße. Sag mal, willst du mich veräppeln? Du bist da, ich bin. Ich bin extra runtergesprungen, damit ich zu dir in der Nähe komme. Ja, und dann bin ich weg. So. So, das wird jetzt gefährlich. Aber wir sind hier Profis in Jumpen und Runnen. So, Home Run. Oh Gott, ich bin tot. Aber jetzt war nicht Junge, er war Chuck Norris. Dann kann ich ja schnell mal SMS lesen, wenn ich tot bin. Hab doch auch gesagt. Jetzt vibet der einfach mal gut. Und ich hab hier die ganze Arbeit, ey. So, ich bin wieder da. Kann ich mit SMS lesen. Zum Glück antworte ich nicht. Ah ja, guck dir das mal an, wir haben hier schon wieder so einen epischen Fail. Da unten sind sie wieder. Siehst du, sie sind finde ich süß. Wir sind Rächer, wir sind einen Rang aufgestiegen. So, dazu sage ich nur eins. Dazu sagen wir... Das war's für den nächsten Part. Wir sehen uns beim nächsten Part. Euer Andreas und Mr. Nerf vom Mega LP Studios.